Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Tolle Wolle und herzlich willkommen zu einem kleinen Vergleichsvideo. Ich hatte euch ja in einem meiner letzten Haul-Videos schon diese Wolle hier, beziehungsweise dieses Garn von Teddy gezeigt. Und dieses hier kennt ihr vielleicht auch aus einem der letzten Videos noch, die Bubble Creative von Rico Design. Das sind beides Wollarten, beziehungsweise Garnarten, Umspülschwämme zu häkeln. Also ich würde sagen, dieses hier hat wahrscheinlich die Idee von der von Rico Design übernommen. Die kenne ich auch schon seit ein paar Jahren. Ist auch ganz süß, so in Gold, Silbertönen, um daraus Weihnachtsdeko zu machen. Oder wie ich es hier gemacht habe, zum Beispiel dieses Herzchen zu häkeln für so kleine Schlüsselanhängerchens oder so. Also eigentlich eine ganz niedliche, glitzernde Sache. Das Ganze... Ich habe ja eben Wolle dazu gesagt, 100% Polyester. Hier für 2er Stricknadeln, für 4er Häkelnadeln und eben mit diesem süßen Etikett drauf. Ich habe die im Angebot gekauft für 2,44 von 3,49 Euro runter. Farbe ist die 26, dieses, ich nenne es mal Lachspink. Also es ist kein Magenta-Pink, es ist halt eher so ein bisschen in die Lachs-Richtung, aber trotzdem sehr, sehr intensiv. So, das hier sind 55 Gramm, 90 Meter Lauflänge und wie gesagt, habe ich hier einmal durchgetestet, habe ich hier doppelt gehäkelt, hat dabei sehr gut funktioniert. Ich bin mir gerade nicht mehr hundertprozentig sicher, welche Nadel es damals genau war. Ich versuche es einmal kurz. Ich habe hier meine 4,5er. Wäre angegeben natürlich zu groß. Aber ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass ich es... zu klein natürlich. Wenn ich es doppelt häkeln sollte, wären wir ja bei der 8er Nadel tatsächlich. Aber ich glaube, die 4er war mir für den einzelnen Strang zu klein. Und dieses hier funktioniert wirklich sehr schön, ja. Das war auf jeden Fall optisch hier diese Variante. Also da wäre ich bei dem einzelnen Faden bei einer 2er Häkelnadel und bei dem doppelten Faden dann eben bei einer 4er, beziehungsweise hier habe ich ja die 4,5er dafür. Und dann habe ich hier... das Garn von Teddy, da habe ich das Etikettchen schon einmal rausgenommen. Das Knäuel war nicht so stabil, deswegen bekomme ich es da nicht wieder rein. Wir gucken uns gleich die Strukturen von den beiden Fäden nochmal genauer an, aber vorher zeige ich euch hier einmal das kleine Etikettchen. Wir haben hier die Sponge Creative Strickgarn, sind 25 Gramm, also die Hälfte tatsächlich von dem anderen Knäuel und 33 Meter. Hier die beiden einmal zusammen. Wenn wir hier das Doppelte hätten, hätten wir hier 66 Meter, also eine geringere Lauflänge. Hier habe ich 1 Euro bezahlt, also ist auch, wenn es 50 Gramm wären, noch günstiger. Wären wir bei 2 Euro, hier sind wir bei 2,44 Euro für 50 Gramm, also 44 Cent mehr. Und dann schauen wir uns mal hier. Die Fäden an. Also bei der Variante von Rico Design ist es so, dass hier eben in eine Richtung immer diese kleinen Härchen abgehen. Diese kleinen Fädchen. Ich komme noch mal ganz kurz zu dem Etikett zurück, sorry. Interessant hier, Polyester steht drauf 100%. Was nicht drauf steht, hatte ich beim Haul schon gesagt, ist eine Nadelstärke. Also die finde ich hier gar nicht drauf, finde ich ein bisschen schade. Werde ich halt einfach ausprobieren. Also, ihr seht hier tatsächlich diese kleinen Fädchen, wie so eine kleine Girlande hängen die da so runter. Und eben alles in eine Richtung. Sehr ordentlich. Aber wenn man es dann natürlich häkelt und twistet und umeinander dreht, geht es dann natürlich in jegliche Richtung ab. Das seht ihr hier. Wenn ich es so hin und her drehe, haben wir da auch ganz süße Lichteffekte drin. Also, das ist die Variante. Dann komme ich hier zurück zu der lilanen. Ich gucke mal, dass ich hier einen einzelnen Faden bekomme. Den haben wir hier. So. Ich habe gerade noch keinen Anfang oder Ende gefunden. Aber hier habe ich ihn jetzt auf jeden Fall einmal einzeln liegen. Und ihr seht, es ist viel, viel diffuser, also viel fusseliger. Dafür ist der zentrale Faden stabiler. Also davon ist mehr da, aber diese kleinen Härchen
gehen eben in jegliche Richtung davon ab und ja, bilden halt so eine sehr unruhige Struktur drumherum, sehr fusselig. Ich bin gespannt, wie es gleich gehäkelt aussieht. Ja, einmal genauer. Ich halte die beiden nochmal gegeneinander. Hier dann auch nochmal sichtbar der zentrale Faden hier. Eben stärker, dafür weniger eben von diesen Härchen drumherum. Also da einmal der Vergleich. Und dann versuche ich auch mal so ein kleines Herzchen daraus zu häkeln. Ich schaue einmal, dass ich hier jetzt tatsächlich auch einen Endfaden finde. So, erstmal natürlich antesten, wie es sich überhaupt häkeln lässt. Ich starte jetzt hier mit dem einzelnen Faden tatsächlich. Und mache erstmal eine Luftmaschenkette zum Testen. Ich muss ja erstmal herausfinden, welche Nadelstärke ich tatsächlich brauche. Und hier lässt es sich tatsächlich ganz gut mit der 4,5er häkeln. Das geht schon ganz gut von der Nadel. Ich nehme nochmal was Kleineres. Ich habe hier die 3,5er. Versuche ich das nochmal. Könnte eigentlich auch ganz gut gehen. Ja, gefällt mir eigentlich persönlich noch besser. Also mit der 3,5er geht es ganz gut. Ich versuche das jetzt einfach mal mit dem Herzchen, so wie ich es gerade habe. Und dafür schlage ich einen magischen Ring an. Ich lege das hier hinten einmal ein bisschen zur Seite. Also magischer Ring. Dann nehme ich zwei Luftmaschen, 1, 2, Umschlag, dann häkle ich zwei Stäbchen, erstes Stäbchen, zweites Stäbchen. Also es geht gut. Mit der 3,5er lässt sich die Wolle gut häkeln. Dann mache ich 3 halbe Stäbchen für die Seite runter des Herzchens. 3, dann wieder ein Stäbchen für die Spitze. 2, 2. Und dann geht es auch schon wieder hoch. Dafür dann wieder 3 halbe Stäbchen. Erstes halbe Stäbchen, zweites halbe Stäbchen, drittes halbe Stäbchen. Und ich mache nochmal 2 Stäbchen. 1, 2. Dann kann ich das Ganze gleich schon zuziehen. Ich nehme noch 2 Luftmaschen. Damit befestige ich das Ganze dann wieder hier drin, ziehe das Ganze einmal groß und brauche dann hier wirklich nur einmal zuziehen und habe dann mein kleines Herzchen hier fertig. Und ich werde jetzt tatsächlich beide Fäden einmal kürzen, damit ich das wirklich schön ordentlich hier in der Hand habe. So, da haben wir es. Und ich muss sagen, obwohl mich die Wolle bzw. das Garn eigentlich nicht so überzeugt hatte, als es so in der Hand lag und ich eher so dachte, okay, kann das mit dem anderen mithalten? Sieht es jetzt so fertig gehäkelt tatsächlich sehr, sehr süß aus. Ich zeige euch hier einmal das Ganze im Vergleich. Hier natürlich mit einer, also hier doppelt gehäkelt, hier einfach, hier eine größere Nadel auf jeden Fall benutzt. Aber das geht auf jeden Fall. Also es ist hier dichter, dadurch, dass wahrscheinlich auch mehr von diesen kleinen Härchen eben da sind. Hier so ein bisschen diffuser, aber auch wirklich sehr, sehr süß. Die Herzform sehr schön erkennbar, auch bei der kleinen Größe hier. Also wirklich eine super, super, super niedliche Sache. Und ja, ich denke mal, ich habe es jetzt nicht zum Spülen benutzt, aber es ist ja auch für Deko und solche Dinge gedacht. Oder tatsächlich auch schon für Weihnachten. Dann natürlich in der Farbe, gut, ist natürlich Geschmackssache, ob man lila zu Weihnachten mag. Aber auf jeden Fall eine süße Deko-Idee. Und ich hoffe, euch hat dieser kleine Test wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bye, tolle Wolle. Bis dann. Tschüss.